Hallo zusammen bei 360 Grad. Ja, ungewöhnliche Zeiten auch für die Profisportler in der Region. Hier beispielsweise die Athleten der Neckarsulmer Sportunion. Wenn während alle Bäder noch geschlossen sind, müssen die sich natürlich vorbereiten und wieder trainieren. Und wie das mitten in Corona-Zeiten funktionieren kann, in dem einzig geöffneten Bad hier in Neckarsulm, das wollen wir uns heute mal ganz genau anschauen. Ja, man muss jeden Tag auf neue Dinge einstellen. Das haben ja die Gastronomen auch gemerkt. Da ging es drunter und drüber, bevor die Lokale am Montag öffnen konnten. Eine Verordnung jagte die andere und von Seiten des Landes aus Stuttgart kamen dann am Samstag nochmals neue Regeln, die man am Montag früh umsetzen musste. Also das lief schon ganz schön chaotisch ab und da kann man wirklich nur jeden beglückwünschen, der das einigermaßen umgesetzt hat. Aber eine Ruhmestag war das von Seiten der Landesregierung nun wahrlich nicht. Ja. Man muss eben spontan und flexibel sein, das merkt man auch, wenn es um die Festsaison geht. Eigentlich hatte man ja gedacht, auch in Heilbronn, dass möglichst gar nichts stattfinden soll. Jetzt aber plötzlich soll auch die Heilbronn Marketing wieder die Kapazitäten hochfahren. Da war man ja in Kurzarbeit und man soll ein kleines Programm mit kleineren Events im Sommer jetzt eben doch vorbereiten und vielleicht sogar ein Weindorf Light in Heilbronn veranstalten. Von diesen Gedanken hat man sich noch nicht verabschiedet. Und es gibt sogar einen Plan, dass man im Werdwiesenpark über einige Wochen hinweg mit Zugangsbeschränkungen eine gastronomische Veranstaltung durchführt mit Wengertern aus der Region, mit Gastronomiebetrieben von hier. Also das sind schon ein paar Hoffnungsschimmer, denn abgesagt wurde ja genügend. Ja, und abgesagt wurde ja auch die Landesgartenschau in Überlingen. Die ist jetzt 2021, dann zeitgleich mit der Eppinger Gartenschau. Das hat die ein bisschen gegrämt, muss es aber nicht, denn in Eppingen hat man wirklich ein schlüssiges Konzept und da werden die Leute auch kommen, auch wenn es Konkurrenz gibt. Und die gibt es reichlich nächstes Jahr, nämlich am Bodensee dann sogar zwei Gartenschau, nicht nur jene in Überlingen, sondern auch die bayerische in Lindau. Und dann gibt es ja auch noch die Bundesgartenschau in Erfurt als Nachfolger von Heilbronn. Also Gartenschauen, wohin das Auge blickt. Ja, und im Interesse sind nicht nur diese Gartenschauen, sondern auch Hohenlohe und gleich zweifach. Zum einen jetzt die Untersuchung des Robert-Koch-Instituts in Kupferzell-Eschental, einem der Corona-Hotspots. Und da war große Aufmerksamkeit in dieser Woche. Und 2000 Hohenloher werden dort untersucht, damit man mehr über diesen Coronavirus erfährt. Und ebenfalls im Fokus stand Öhringen, stellvertretend für viele andere Kommunen, weil auch dort natürlich jetzt die Streichliste beginnt. Viele Projekte, die muss man verschieben, weil die Einnahmen wegbrechen. Das war sogar der Bild-Zeitung eine Erwähnung wert. Ja, man muss sich umstellen auf die aktuellen Gegebenheiten. Das müssen auch die Schwimmer hier in Neckarsulm. Und wie? Das schauen wir uns an. So, Henning Müller ist einer, der jetzt hier trainiert. Den werden wir nachher auch noch kurz sprechen. Den Europameister, ehemaligen Unterländersportler des Jahres und Olympiakandidaten. Und es ist eigentlich wie ein Saisonstart für die Neckarsulmer Schwimmer, nachdem es ja zunächst eine Pause gab und man erstmal im Fitnessbereich noch etwas tun konnte, dann wirklich eine Pause machte. Und jetzt läuft das Ganze wieder an. Im Prinzip die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, die hoffentlich dann nächstes Jahr stattfinden sollen. Also das, was man im vergangenen Jahr hatte mit dem Fokus auf 2020, das beginnt jetzt aufs Neue mit dem Blick auf 2021. Und das sind schon gewaltige Herausforderungen. Natürlich auch, dass die finanzielle Unterstützung da bleibt. Die Sporthilfe Unterland Hohenlohe hat die auch weiterhin zugesichert, auch für die Olympia-Perspektivkandidaten. Und man hofft natürlich schon noch, dass das eine oder andere in diesem Jahr stattfinden wird für die Sportler. Internationale Wettkämpfe mit Sicherheit nicht, aber nationale Wettkämpfe vielleicht im November und Dezember. Und dann sollen sich die Athleten auch für die Olympischen Spiele qualifizieren können. Und da hat man ja große Hoffnungen, dass es auch Athleten hier aus unserer Region sind, die dann in Tokio mit dabei sind. Aber der ein oder andere, der eben heuer seine Karriere beenden wollte, der muss sich gut überlegen, ob er noch ein Jahr zusätzlich dranhängt. Also viele, viele Fragen. Und viele Fragen mussten auch beantwortet werden, bis das Bad geöffnet wurde. Das war in der letzten Woche der Fall. Und wie genau das abläuft, das schauen wir uns jetzt mal im Treppenhaus an. Ja, während also der Sport in der Region noch weitestgehend ruht, ist er hier wieder zum Leben erwacht. Und da bietet das Neckarsulmer Sportbad natürlich auch ideale Voraussetzungen. Wir können mal ein paar Archivaufnahmen zeigen. Aber die Hygienevorschriften, die sind natürlich streng. Jeder einzelne dieser Profisportler muss natürlich auch täglich eine Vereinbarung unterschreiben, dass er sich an alle Vorgaben gehalten hat. Dann gibt es einen Zugang zur Halle. Man zieht sich nicht hier um, sondern schon zu Hause. Geht dann ins Becken, schwimmt seine Runden, so eineinhalb
anderthalb Stunden und verlässt die Halle über einen zweiten Ausgang wieder und geht dann nach Hause. Das heißt also, hier wird weder geduscht noch umgezogen. Das sind schon ganz veränderte Zeiten. Aber auch damit kann man sich arrangieren, vor allen Dingen dann, wenn man das große Ziel Olympia vor Augen hat. Ja, Henning Mühleitner eben noch im Becken und jetzt hier am Beckenrand. Ungewohnte Zeiten, auch für euch Schwimmer, ne? Ja, auf jeden Fall ungewohnte Zeiten, aber wir sind Gott froh, dass wir jetzt wieder ins Wasser dürfen. Das Wassergefühl ist einfach so wichtig für uns Schwimmer, weil man hat halt an Land nichts Vergleichbares, wo man das simulieren könnte, deshalb sind wir alle recht froh, das wieder zu haben. Jetzt haben wir da vorne schon die Tafel aufgenommen. Welches Trainingspensum hast du denn jetzt heute abgeleistet? Heute waren es im Verhältnis zum Regelpensum angenehme 4200 Meter. Ah ja. Und das ist schon immer noch recht anstrengend nach so einer langen Zwangspause. Deshalb bin ich noch froh, dass wir es ein bisschen ruhig angehen lassen jetzt erstmal. Du hast gesagt, eine lange Zwangspause, wahrscheinlich länger denn je. Jetzt beginnt die Saisonvorbereitung eigentlich von Neuem. Wie ist das auch mental irgendwo? Ihr hattet euch ja schon vorbereitet im vergangenen Jahr auf Tokio dieses Jahr. Jetzt beginnt das Ganze wieder von Neuem. Ja, also man hat ja alles, man hat seinen Körper dann halt auf diese Spitzenform getrieben, hat alles perfekt vorbereitet, auch sich mental darauf vorbereitet, auf die einzelnen Wettkämpfe, wo man sich eben qualifizieren wollte. Und deswegen ist es jetzt umso ärgerlicher, dass das nochmal verlegt wurde. Man muss halt immer noch dran festhalten an den langfristigen Zielen, auch wenn die nicht so greifbar sind. Und ich für meinen Teil habe mir jetzt die Zwischenziele aufgestellt, dann halt langsam wieder an meine alte Form zu kommen. Und am meisten ärgert mich, ich glaube auch alle anderen, dass wir nie die Chance hatten, zu zeigen, wie gut wir uns vorbereitet hatten. Ja, also ihr wart auf dem Höhepunkt mehr oder weniger und konntet es nicht zeigen. Du bist ja Mitglied im Olympia-Perspektiv-Team der Sporthilfe Unterland Hohenlohe. Das heißt also, du hast zwei Ziele jetzt im Prinzip im Visier, 21 Tokio und 24 Paris. Und die gehst du auch genauso mit der professionellen Einstellung an, wie du das in den vergangenen Jahren gemacht hast. Ja, unverändert. Also da ändert sich nichts. Mein kurzfristiges Ziel bleibt Tokio, nächstes Jahr hoffentlich. Und langfristig will ich mich auf Paris vorbereiten. Nicht nur, weil ich da die Unterstützung auch vom Unterland kriege, sondern eben, weil ich das für mich persönlich schon vorher als Ziel gesetzt hatte. Tollen Artikel habe ich heute in der Heilbronner Stimme gelesen über dich. Und das Interessanteste war, du zählst Kacheln, während du schwimmst. Also bei 4200 Metern kann man, glaube ich, viele Kacheln zählen. Hier gibt es aber keine, oder? Hier gibt es zum Glück keine. Hier haben wir zum Glück ein Edelstahlbecken. Sonst würde ich, glaube ich, verrückt werden. Das wollen wir natürlich nicht. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Alles Gute, danke, viel Erfolg auch. Und danke. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, das war's für diese Woche mit 360 Grad. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Machen Sie es gut.